Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Europa Bunivers 2 auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Takor und ja, wir haben eine gemeinsame Zeitreise gemacht. Unabsichtlich, wieder mal, wie am Anfang dieser Serie. Naja, ich kann ja mal sagen, was genau passiert ist. Es ist einfach, die Aufnahme der letzten Folge ist kaputt gegangen oder ist nicht richtig aufgenommen worden, was weiß ich. Jedenfalls müssen wir ein bisschen wiederholen und wir hatten leider... In meinem Geschichtsbuch sind ein paar Buchseiten verloren gegangen, muss ich einfach zugeben. Wir haben 6 Seiten verloren, sind jetzt hier im Jahr 1638 und versuchen möglichst originalgetreu, wie es vorhin schon war, das wieder nachzustellen. Was in den letzten 6 Jahren passiert ist, das ist einmal hier dieser lange, lange Stellungskrieg, wo Österreich gegen Dänemark, Hannover, Großbritannien, Russland kämpft. Da ist nicht so viel vorangegangen und zurück. Es gab ein paar Schlachten, die werden wir vielleicht auch nochmal sehen. Die Spieler werden das versuchen, halt möglichst originalgetreu nachzustellen. Außerdem haben wir hier Burgund, das mit Erlaubnis des Kaisers Lüttich angreift. Und wir haben hier einen langen, noch nicht ausgebrochenen Sitzkrieg in Süditalien, wo sich die Osmanen und die Italiener gegenüberstehen. Die Osmanen haben gerade ja, vor einer Weile ausgedrückt, dass sie Verteidiger des Glaubens sind und hier eindrucksvoll gezeigt, dass sie Tunesien verteidigen werden. Und wie sich das weiterentwickelt, werden wir dann auch bald sehen. Gut, ansonsten glaube ich nur noch hier in Korea, da tobt ein Krieg zwischen den Chagatai-Khanaten und Korea. Und hier sind ein paar Nationalisten, also für die Chagatai sieht es hier im Moment brenzlig aus. Gut, dann lassen wir mal weiterlaufen und hoffen, dass es diesmal besser funktioniert mit der Aufnahme. Beziehungsweise ich werde jetzt eine andere Tinte verwenden für das Buch, damit das nicht wieder passiert. Und wir sehen hier den Guerillakrieg von Hannover, der hier die ganze Zeit geführt wird. Hier werden in Tirol und auch in der Schweiz sind die Hannoveraner immer wieder unterwegs. Und beschäftigen die Habsburger. Ja, aber durch die lange Besetzung der hannoveranischen Hauptstadt unterzeichnen sie einen Separatfrieden mit uns, dem Kaiser, und kündigen das Bündnis mit Dänemark auf. Und so können wir uns jetzt voll auf die Dänemark-Front konzentrieren. In der Zwischenzeit, wo ihr nicht weiterkommt. In der Zwischenzeit im Süden Italiens. Wenn immer mehr Janitschar-Regimenter nach Sizilien verschifft. Denn der Wille des mächtigen Sultans wird es sein, dass Rom zum dritten Mal brennt. Vierten Mal. Wir zählen nur unsere Brennereien. Ah. Wer war das vierte Mal? Was nicht die Osmanen waren? Das ist Italiener selber, als es noch so Papst war. Natürlich nur eine Läuterung. Doch wir Rom gebrannt, Schatz hätten. Übrigens kann Großbritannien verkünden, dass sie einen neuen Gouverneur in der Kolonie eingesetzt haben, der jetzt Anstrengungen gegenüber den mesoamerikanischen Völkern unternimmt. Was eine Frechheit. Ein Land, das wir kaum kennen, hat uns rivalisiert. Wir werden sie sofort auch als Rivalen nehmen. Wir werden ihnen zeigen, dass mit Frankreich nicht zu scherzen ist. Wie nehmen denn die Italiener die Aufrüstung des Sultans in Sizilien auf? Ja, die neue Festung Kalabrien ist ja mitten im Bau noch. Wird bestimmt vor Kriegsbeginn sicher fertig werden. Dann werden wir unbesiegbar werden. Wenn osmanische Ziegen prallen gegen unsere Mauern immer ab. Was sind für Schiffe, die hier rumfahren? Es sind britische.
Wollen denn die Briten im Mittelmeer? Was? Ich hab keine Ahnung. Wir wollen nur mal die Österreicher in der Adria besuchen. Ja, könnt ihr mir ein wenig, was habt ihr denn? Tee und Tabak bringen? Selbstverständlich, wir schicken unseren Großadmiral auf dem Rückweg kurz bei euch vorbei. Ach, ihr seid gnädig. Erstmal die Küstenprovinzen plündern. Oh, scheint, unser Nachfolger ist bei einem Jagdunfall gestorben. Ei. Wir haben nicht mal einen. Aufpassen! Ist oft nicht gut. Ah, als würde jemals die französische Kaiserlinie aussterben. Das ist undenkbar. Den Satz notiere ich mir. So, wir lagern euch das Ganze in der Provence an. Oh. Französischer Kaiser. 10 Dukaten im Monat. Tja, das klingt fair. Wir werden natürlich sofort die Briten bezahlen. Hab Dank. Ihr seid ach so gnädig, dass ihr uns diese schönen Waren verkauft. Und nebenbei noch einen Besuch unseres Flottengenies. Hätte der Hölle von Polen kurz einen Moment. Ja. Gut. In der Wartburg, bitte. Sehr wohl. So, ich denke, das sollte reichen. Dann bringen wir die Flotte wieder zurück. Geht den Engländern im Mittelmeer das Holz aus? Nö, es hat bloß keinen Sinn, da stehen zu bleiben. Das ist die Frage, warum sind sie überhaupt da hingefahren? Um mal zu schauen. Nicht, dass der Österreicher hier geheim eine Flotte aufrüstet, die ihm dann vielleicht doch noch einen Fuß in Kopenhagen tun könnte. Nun, der würde aber ziemlich lange fahren müssen. Ja, das stimmt. Aber möglich wäre es. Vorderprivilegien. Idioten. Er könnte ja in den Rhein steigen mit seinen Schiffen. Wir können auch so mal so einen Lübeck fragen, welche haben sie eine vernünftige Flotte? Lübeck ist nicht im Krieg. Achso, die Lübecker sind nicht im Krieg. Müssen die Schweizer einfach mal lernen, Schiffe zu bauen hier. Schweizer brauchen keine Schiffe. Wünscht unsere Kolonialnation in British South Columbia vielleicht eine Umbenennung? Ja, wir würden uns gerne Mexiko nennen. Okay, wenn es der Wunsch eurer Vertretung ist. Aber das British davor kann ich euch leider nicht ersparen. Nun, damit können wir leben. Warum sollte sie auch das British? Verdammt, Österreicher haben unsere Bevölkerung unzufrieden gemacht. Wie soll denn sowas funktionieren? Wir haben eure Spione entdeckt, mein Herr. Man kann nicht immer alles auf die anderen schieben. Keine Sorge. Wir werden uns dies merken, verehrter Herr Habsburg. Wir möchten nun über die Umbenennung der Nation British South Columbia zu British Mexico bekannt geben. Spricht man das aus? British Mexico. Wir versuchen es mir zu merken. Tut mir leid, weil ich mir dies nicht jedes Mal merken werden kann. Ja, selbst in Kriegszeiten läuft die britische Silberflotte immer noch in die Häfen ein, um die Bevölkerung auch und die Verbündeten in Kriegszeiten auch zu speisen. O höret ihr christlichen Herrscher, o höret ihr christlichen Herrscher, die Worte des mächtigen Sultans. Die Italiener haben lang genug die sunnitischen Tunesier bedroht. Ihr alle habt zu lange die Sunniten bedroht. Jetzt zeigen wir euch, dass wir bereit sind, gegen jene zu ziehen, die sich den Sunniten erwidern wollen. Und beginnen werden wir in Italien. Würden die Festungen fallen.
Wo sind denn die kaiserlichen Truppen aus Österreich? Nun, wer uns nicht wählt, der kann auch nicht mit unserer Hilfe rechnen. Ha! Der französische Kaiser wird natürlich selbstverständlich helfen. Ach, so viel ist euch das scheinbar das Heilige Römische Reich wert, in das ihr die Provinzen zurückholen wollt. Interessant. Genau, deswegen wählen wir euch nicht mehr. Ja, deswegen verteidigen wir euch nicht mehr. Eine tapfere Flotte im Mittelmeer versucht immer noch, die Piraten zu jagen. Ich glaube, sie sollten sich langsam ein wenig zurückziehen. Euch ist schon bekannt, wenn irgendwelche anderen Mächte irgendwann auf die Idee kommen, euch den Krieg zu erklären, dann ist eure gesamte Armee oder zumindest der Großteil davon hier in Jütland gebündelt. Meint ihr das? Dasselbe zählt für gewisse andere Leute. Tja nun. Wir sind imstande, unsere Forderungen durchaus auch Nachdruck zu verleihen. Mit was, wenn ich fragen darf? Mit der Länge des Krieges. Der Krieg kann unseretwegen ewig andauern. Wir versorgen unsere Kriegspartner unermüdlich mit Waren und Geld. Und alles, was ihr auf eurer Seite habt, ist die Zeit. Würde denn Großbritannien seinen ehemaligen Kriegsverbündeten eine gewisse finanzielle Unterstützung gewähren? Aber selbst natürlich. Sollen wir eure Schulden übernehmen? Das wäre toll. Wo sind eigentlich die hannoveranischen Truppen in diesem Krieg? Wie im letzten Krieg in der Heimatland. Wir sind noch dabei, uns aufzubauen. Wir haben eine Rekrutenserve von 700 Mann. Für diese Schuldenübernahme schuldet ihr uns was. Burgund beginnt jetzt ein Rückeroberungskrieg gegen Hannover. Ist längst überfällig gewesen. Was? Rückeroberung von Provinzen, die euch niemals gehört haben. Hört nicht auf die Propaganda. Ja. Hört mal ja, Feigen. Heißt, der Untertan Frankreichs, also das französische Kaiserreich, greift das Heilige Römische Reich an. Oh nein, der Kaiser James W. Thrawn ist tot. Alles für die Lore Frankreichs. Dass wir davon nichts wussten, überrascht uns. Nun, wissen sie ja nicht. Dürfte ein Diplomat aus dem Magnor ein sehr kurzes Gespräch mit einem Abgesandten aus Hannover führen? Es wird nicht wirklich lange dauern. Ja, das könnte entscheidend sein. Eine Kriegserklärung dauert nie lange. Lasst uns in der Wartburg. Nein, es ist keine Kriegserklärung, aber es ist etwas anderes. Wir fragen uns, warum ist denn der Kaiser nicht dem Krieg beigetreten, wo Bund das Reich angreift? Nun, derselbe Grund wie bei Italien. Wir sollten, glaube ich, uns im Kaiserreich das Französische anbieten. Er halt das Heilige Römische Reich. Das französische Kaiserreich ist so viel mächtiger als das Heilige Römische Reich. Es schützt vor allem seine Freunde. Heilige Römische Reich, italienische Nation. Nun, ihr könnt ja ein Gegenkaiserreich ausrufen. Haben wir Franzosen natürlich schon längst. Beziehungsweise wir sind kein Gegenkaiserreich, wir sind das Kaiserreich. Und damit stellt ihr, ihr wisst aber schon, dass der Anspruch eines Kaisers über die irdische Herrschaft über weite Teile eines Regnums reicht. Nun, ihr wollt, der König möchte dem Kaiser erklären, was ein Kaiser ist. Nun, ich will nicht erklären, was ein Kaiser ist, nur was die Würde eines Kaisers mit sich bringt. Nun. Oder habt ihr keine geschichtliche Erfahrung damit? Natürlich sind wir der Geschichte bewandert, mein Herr. Was haltet ihr von uns? Ihr erinnert euch an Julius Caesar, beziehungsweise an die Studien zu Julius Caesar? Nun, ich glaube, dass ich mich an keine Studien erinnere. Wovon sprechen diese? Vergesst, was wir sagten. Zumindest wurde die britische Position des Großadmirals jetzt von dem Sohn des ehemaligen Großadmirals übernommen. William A. Thrawn wird jetzt die Flotte leiten. Wieder diese britischen Namen, die keiner aussprechen kann. Talentiert wie sein Vater. Affront heißt das auf Französisch. Wir danken dem Kaiser für diese glorreiche Übersetzung. Immer gerne.
Ja, und die Italiener unterstützen die Hannoveraner hier im Krieg gegen die Burgunder, obwohl sie selber erheblich unter Druck sind durch den osmanischen Ansturm hier in Sizilien. Aber noch scheint die Front zu halten. Apropos Italien, dürfte ein dänischer Abgesandter, also wird er ganz kurz in Rom empfangen. Es wird nicht lange dauern. Ganz kurz klingt gut. Ja, zum Heiligen Stuhl? Nun gut. Oh nein, die Burgunder haben den Dombau wieder zum Stocken gebracht. Der Hannover Anzeiger schreibt, burgundische Truppen brennen den Dombau komplett nieder. Alle die Bauerfolge der letzten 200 Jahre zunichte gemacht. Oh Gott, das ist eine Frechheit. Na super. Mexiko möchte verkünden, dass 4 weitere heidnische Nationen nun ausgelöscht sind. Sehr gut, sehr gut. Unterdessen hat Russland östlich seiner östlichsten Küste ein neues Land entdeckt und beginnt mit der Besiedelung, auch wenn da schon andere komische Leute wohnen. Wie heißt denn die Kolonie? Ja, Kolonist ist noch nicht da, dauert noch ein bisschen. Dann seid ihr ja auch bald in der neuen Welt anwesend und könnt ihr auch an dem Handel teilhaben. Naja, so ein Neuscheiß inzwischen nicht mehr zu sein. Nun ja, es ist immer noch ein gewaltiges Ausmaß, die dieser Kontinent hat. Haut euch die französischen Truppen an, sie leisten Großartiges. Jeden Tag sterben 4-mal so viele Osmanen wie Franzosen. Da wird man mit Dingen wie Diplomatie belästigt und schon verliert man die Schlacht in... Es tut uns sehr leid. Aber es könnte doch wichtig sein, wenn ihr versteht. Ja. Aber jetzt, wo wir da sind, gewinnen wir jetzt wieder die Schlacht in Kalabrien. Nun, die französischen Truppen leisten auch ihr Bestes. Ja, dank den Franzosen natürlich. Sehr wohl. Die York Times sendet einen Frontbericht. Dieser Abschnitt der Zeitung ist leer. Meine Flotte hat die osmanische Flotte gefunden. Sie sind nicht die hellsten. Und auch nicht die best ausgerüstet. Aber sie haben gerade die gesamte osmanische Armee vernichtet. Bis? Weil sie sich nicht zurückziehen konnten. Oh. Die Stockholmer Allgemeine sendet Detail. Auch einen Frontbericht. Es ist an den... Er ist dort untergebracht, wo normalerweise irgendwelche Anzeigen für Unternehmen sind. Dort steht, ja, es wird ab und zu eine Kanonenkugel rübergeschossen, aber mehr auch nicht. Ich möchte anmerken, dass die Flotte Piraten gejagt hat und nicht aktiv geschickt wurde. Der Hannoverer Anzeiger schreibt, heldenhafter Kampf von hannoveranischen Truppen ging leider verloren. Die Bevölkerung wird nicht belogen. Feiger Burgunder tötet Tausende von Landeskindern. Na, nach dem Erfolg in Sizilien bzw. Kalabrien kann ja Italien vielleicht 2 Armeen schicken und nicht nur eine. Ja, ich glaube schon. Auf dem Weg töten wir noch ein paar Bauern. Ich habe das Gefühl, die Franzosen müssen nach diesem Krieg vielleicht ein wenig Staaten Europas wieder mit Geld aufbauen. Dann sehr viel Krieg zu geben. Wir würden uns freuen, wenn unser Lehnsherr unsere Goldprovinzen ausbauen würde. Das können wir gerne tun. Mit was denn? Mit bloßen Handelsutensilien oder mit Produktionsmärkten? Ich wünschte, Produktionsutensilien, bis sie einen Wert von 9 erreicht haben. Ich wünschte, die Leute in Europa würden nicht so auf Kriege pochen, sondern mehr sein wie Französischen. Zum Beispiel hier. René Descartes, ein wertvoller Mathematiker. Ein Franzose durch und durch. Unterdessen laufen... Der osmanische Sultan bietet Italien Verhandlungen an. Was fordert ihr für Frieden? Die Provinz von Tranto natürlich. Italienisches Gebiet. Auch wenn dort Türken und Muslime leben. So sei es nach 270.000 Toten, welche in Kalabrien die Straße von Messina zuschwimmen.
werden wir darauf eingehen. Doch sagt, ihr kämpftet mutig, doch der Franzose wird für diesen Mord leiden. Willt ihr einen Boten schicken oder sollen wir einen Boten schicken? Schickt einen Boten, Italiener. Wir schicken auch die Überreste von den letzten Schlachtfeldern zu euch, damit ihr die ehrenhaft begraben könnt. Wir schicken Bauern über Sizilien, die Leichen zu bergen. Hab Dank. Im Übrigen an unsere Vasallen in Mexiko, wir können die Provinzen erst ausbauen, wenn ihr dort eure Kirchen fertiggestellt habt. Gut. Die Kirchen werden fertiggestellt sein in, oh Gott, 200 Tagen. Wir werden euch schon mal Gebietsansprüche auf die Tarasken zugestehen. Wie es scheint, haben die Burgunder die komplette Dombau-Crew massakriert. Masken? Wie lange wird es denn immer noch dauern, bis der Dom fertig ist? Ich schätze noch ungefähr 400. O mächtiger Geschichtsschreiber, ich übermittle euch Worte aus Konstantinopel. Der dämliche Admiral, der die Flotte von der Straße von Messina abgezogen hat, um Nachschub nach Sizilien zu holen, mitten im Kampfe, wird seinen Kopf verlieren. Und ihr lieben Zuschauer, wir haben unsere gesamten Armeen, wir haben nicht gedacht, dass der Spieler darauf eingeht, nur so einen kleinen Frieden zu machen. Wir haben nur noch 40.000 Mann. Wir haben wirklich dort alle großen Armeen verloren, die wir hatten. Das waren insgesamt 6 mal 40.000 Mann. Wenn jetzt irgendeiner der Spieler draufkommt, uns anzugreifen, sei es der Russe oder jemand anders, oder auch über Tunesien anzugreifen, Spanien, dann haben sie riesige Chancen, weil wir es nicht halten können. Mal sehen, ob sie darauf eingehen, aber wir haben halt, damit ihr das auch mal seht, den immensen Deppenfehler gemacht. Nicht ich, also ich habe ihn gemacht, nicht der Vitellius. Ich wollte für Vitellius Nachschub holen aus dem schönen Ägypten und das war der Fehler, warum wir den Krieg verloren haben. Da seht ihr, was eine kleine Unachtsamkeit machen kann. Ja, das war ein ziemlich großer Zufall, weil ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, dass der Silberdrache hatte das noch gesagt, dass das nur eine Flotte war, die Piraten gejagt hat. Also die ist nur ganz zufällig da lang gefahren. Und sie hatte auch nur Piraten gejagt, weil wir dämlicherweise 3 nachgebaute Galeeren dahin geschickt hatten, die noch nicht in die Flotte eingeschoben waren. Deswegen konnte er da auch nur kämpfen. Naja, passiert. Das wollte ich den Zuschauern mal erklären, dass auch wir immense Fehler machen können, die kriegsentscheidend sind, damit das auch mal jeder gesehen hat. Ich hoffe, du warst drauf mit der Kamera. Ihr hättet unseren Blick von Vitellius und mir erleben sollen. Das war schon. Ja. Das war göttlich. Ich stehe mit ganz weit offenen Augen. Ich auch. Was ist passiert? Das dauerte doch lange. Es ist halt auch so ein Kampf gegen, also durch eine Meerenge, das ist immer sehr, sehr riskant. Also für die Zuschauer, wenn ihr die Provinz seht, die Provinz hat halt Berge, da ist eine schöne große Festung drin. Wir haben noch angegriffen, bevor die Festung auf Stufe 3 war. Aber man kriegt immer schon einen Zug alleine durch die Festung. Und dann, weil wir über die Meerenge gehen, nochmal -2. Das bedeutet, wir haben auf jedes Würfelergebnis -3 bekommen. Deswegen haben wir auch so hohe Verluste gehabt. 4.000, 5.000 und. Nur wir wollten einfach ein bisschen Bewegung reinbringen und mal gucken. Das hat ja geklappt. Da oben sind jetzt wieder Kriege ausgebrochen. Deswegen viel Spaß noch beim Sehen. Das wollten wir als Spielleiter euch mal erklären. Wir dich wieder hochschieben, lieber Zarko. Ja, gerne. Danke. So, der Geschichtsschreiber ist wieder in Wien angekommen. Für das Niederbrennen eines katholischen Bauprojekts, was von Spanien mitfinanziert wurde, wird Burgund hiermit als Rivale ausgerufen und unter Embargo gestellt. Geht's da um den Dombau gerade? Der Kölner Dom wurde von burgundischen Truppen bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Und Spanien hatte Aufbauhilfe geleistet. Burgund protestiert. Die eigenen Baumeister Hannovers haben mehr Schaden angerichtet als unsere Truppen. Der Beweis ist in den Herkern verschiedensten Ländern Europas. Selbst wir haben einen Baumeister zum Herker aus Köln.
Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hatten wir unsere Dombaumeister in eure Universitäten geschickt, um Dombau zu studieren. Also würde ich an eurem Ausbau, an eurer Ausbildungsniveau würde ich vielleicht nochmal schrauben. Also wollt ihr damit sagen, dass eure Menschen zu zünden, zu studieren? Ich bestehe auf eine schriftliche Beleidigung von euch, damit wir sie in unseren Archiven archivieren können und sie euch euren Nachfolgern irgendwann unter die Nase zu halten, wenn wir in eurer Hauptstadt eure Weinvorräte plündern werden. Nun, es war eine Beleidigung, so eine Frage, aber wenn ihr die Höllenbewohnung so schlecht behandelt, erheben wir Anspruch auf Höllen, auf das Höllen früher oder später unter unseren Schutz kommen kann. Ich hoffe, der Kaiser in Wien hat diese Drohung wahrgenommen. Es war eine Drohung, eine Feststellung. Die Bewohner von Höllen mögen euch einfach nicht. Wir haben eine Unruhe von Null. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ihr solltet vielleicht mal eure Brille putzen. Hiermit senden wir euch eine Beleidigung. Da der Burgunder König Dombaumeister im Kerker zu haben scheint, stellt sich mir noch die Frage, ob Moteure gewesen seien. Wie bitte? Nun, ihr sagtet, ihr habt Dombaumeister in eurem Kerker. Anders etwa Saboteure? Nee, hat Hannover uns freiwillig geschickt. Es sind keine burgundischen Menschen, es sind ganz normale Höllen, die zu uns geschickt wurden. Sie sind nur schlecht ausgebildet worden. Von euch. Aber was will man von einem hinterhältigen Dolchmörder erwarten? Wie ist denn im Moment die Lage in Dänemark? Sind die denen immer noch zurückgezogen in ihren Kämmerlein, oder? Kann man mit denen sprechen? Scheinen noch beschäftigt zu sein. Hat denn der König von Hannover Zeit für eine Unterredung? Hat er, für seinen Verbündeten immer. Gehen wir zum Heiligen Stuhl, den wir nun erworben haben. Komischen Chinesen. Wir werden ihre Händler in unserem Reich nicht dulden. Seltsame Waren, die doch keiner haben. Frankreich mausert sich hier zur Weltmacht, stelle ich fest. Der Kaiser ist über die osmanische Niederlage in Italien unterrichtet worden und zieht nun seine Truppen von der Dänemark-Front ab. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Überall im Osmanischen Reich werden von den Spionen Warnungen zu uns gereicht, dass ein Angriff des bösartigen Österreichs auf uns zugekannt kommt und überall werden Nottruppen ausgehoben. Söldner strömen in Scharen zu unseren Fahnen. Atmen die Dänen jetzt wahrscheinlich erstmal auf. Aber was sehe ich denn hier marschieren? Hat da etwa jemand die gleiche Idee? Manchmal wünsche ich mir die Kenntnisse, die der Geschichtsschreiber vermerkt, also interessant zu sein. Solltet eure Karten mit Frankreichs teilen.
geschichtliche Spanien hätte ein ebenso effizientes Spionagenetzwerk wie der Geschichtsschreiber. Wir werden natürlich, wenn das Kapitel abgeschlossen ist, eine Ausgabe mit Goldrand nach Paris schicken. Das gefällt mir. Das Kapitel sollte etwa, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Kapitel 42 sein. Ich möchte den Briten, also meinen Lehnsherr, darauf hinweisen, dass die Kirchen alle fertiggestellt sind. Hätte der Kaiser von Österreich Zeit für ein Gespräch für den König von Italien und den König von Hannover? Ja. Dann bitte in den Heiligen in der Wartburg. Wir sind schon im Heiligen Stuhl. Ja. Ja, jetzt sind wir gespannt auf den Startschuss. Aber den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir, ob der Startschuss vielleicht sogar an zwei Stellen kommt. Denn ich sehe hier was Interessantes. Das habe ich euch ja gezeigt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.